Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal das aktuelle Prospekt bzw. das aktuelle Angebot von Kaufland vorstellen. Ich war gerade eben beim Kaufland, die wollten mir leider das Prospekt noch nicht rausrücken und deswegen dachte ich mir, dadurch, dass jetzt die Angebote schon im Internet verfügbar sind, wollte ich euch einfach mal zeigen, was es so gibt. Könnt ihr natürlich auch selber nachschauen, aber ich möchte einfach meine Empfehlungen oder eben meine Meinungen zu den Artikeln abgeben in diesem Video. Ein netter Kollege hat mir auf Instagram bereits Bilder vom Prospekt geschickt, aber die Bilder kann man leider nicht verwenden, finde ich, die sind nicht so gut geworden. Deswegen mache ich das jetzt einfach anhand der Homepage. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Wir haben hier ein Verbundsfeuerwerk, das Interstellar. Das ist eine Neuheit für 2016 bei Kaufland. Für 40 Euro seht ihr hier. Hier ist zweimal die gleiche Batterie dabei und einmal in der Mitte eine andere. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Verbünden. Das Video hat mir leider auch nicht sehr gut gefallen von dem Artikel. Deswegen würde ich diese hier nicht mitnehmen. Dann haben wir einen Klassiker, die Bloody Mary. Die ist ja letztes Jahr leider teurer geworden. Aber immer noch für 4,99 eine Top-Batterie. Also im Billig-Batterie-Sektor mit Abstand die beste Batterie, die man haben kann für den Preis. Richtig geile Farben, richtig geile Zerleger, richtig geile Ausbreitung. Landet bei mir dieses Jahr auch wieder im Einkaufswagen und wird wahrscheinlich auch der einzige Grund sein, warum ich zum Kaufland dieses Jahr fahren werde. Genau, also das ist eine absolute Kaufempfehlung. Dann haben wir hier ein Raketensortiment, das Rocket Planet. Das habe ich letztes Jahr schon getestet. Sehr überrascht gewesen, denn da sind einige Raketen dabei, die eigentlich immer Schüttraketen waren und dieses Mal, also letztes Jahr, einen Zerleger hatten bei mir. Also wenn die jetzt wieder einen Zerleger haben sollten für 7,77 €, hat denselben Preis wie das Fire Fantasy bei Lidl, dann ist dieses Set auf jeden Fall für vor 0 Uhr definitiv zu empfehlen. 14-teilig für 7,77 €, wenn wirklich wieder Zerleger dabei sind, das weiß man halt leider nicht immer so, Weko befüllt die Raketen ja auch immer so nach Lust und Laune, dann ist dieser Preis wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir die Amboss. Und was ist das? Das ist die Panda Amboss, nur umgelabelt für Weko. Hat Panda ja schon auf der Facebook-Seite angegeben, dass es die Amboss dort als Weko-Design geben wird. 980 Gramm Effektladung, eine absolute Top-Batterie, wirklich super geile, fette Batterie. Für den Preis von 49,99 €, da spart ihr euch mehr als 30 Euro, weil in den meisten Online-Shops kriegt ihr die nicht für unter 80 Euro. Ungelogen, schaut nach. Wirklich super Batterie. Das ist eine Batterie, die ihr wirklich als Finale um 0 Uhr benutzen könnt, weil die einfach nur Hammer ist. Die ist wirklich brutalst gut. Also Kaufempfehlung definitiv für diesen Preis. Heftig. Wahrscheinlich werde ich sie spontan mitnehmen. Ich habe sie auf meiner Einkaufsliste nicht mit drauf. Aber ich weiß es nicht. Also der Preis ist wirklich verdammt gut und ich entscheide das dann spontan. Aber wenn ihr nach einer guten Batterie sucht für 0 Uhr, ist die Amboss definitiv perfekt. Dann haben wir ein Leuchtsortiment, das Firepack für 9,99 €. Da habt ihr viele verschiedene Vulkane. Hier eine Chico Chico Klasse 1. Finde ich sehr, sehr, sehr teuer. Für 10 Euro, da gibt es definitiv Besseres. Kann man natürlich auch auf das Leuchtspektakel von Lidl zurückgreifen. Würde ich mir dann eher das für 4 Euro holen, anstatt hier dieses für 10 Euro. Finde die Sortierung, die ist schon ganz gut, aber ich finde zu teuer für die Artikel, die dort enthalten sind. Gut, dann haben wir die Witch Hunter, das ist eine XXL Blinkstar Batterie, 12,99 €, auch eine Neuheit für dieses Jahr, eine Pyromult Batterie, was bedeutet, sie hat nicht diese Rohre, das ist halt eben diese vorgefertigte Batterie, wo halt die Füllung nur mit reinkommt, 20 mm Kaliber, naja, kann man für den Preis auf jeden Fall mitnehmen, umgehauen hat die mich jetzt nicht wirklich, deswegen kann man, muss man aber nicht. So würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann die Goldrauschraketen. Da ist jeder scharf drauf. Die Leute, die im Norden wohnen, haben beim Lidl ja keine Goldraketen. Das sind halt eben die Goldrauschraketen, dasselbe einfach. Und für den Preis von 9,99 € auch sehr gut. Bei Lidl gibt es die halt 1 Euro billiger, aber wer einen Lidl hat, wo die Goldrauschraketen nicht angeboten werden, wäre das eine Alternative, sich das zu holen. Ist für 10 Euro oder knapp 10 Euro auf jeden Fall ein sehr guter Preis und sind wirklich sehr, sehr gute Raketen. Dann haben wir hier, was ist das? Familienfeuerwerkssortiment. Da habt ihr Raketen mit dabei, habt ihr zweimal, hier, ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall sind hier, wie viel haben wir denn? 7 Raketen, müssten Zerlegerraketen sein.
Zwei Packungen Knallteufel, Partyknaller, Chinaböller, Frösche. Eine ganz okay Sortierung, würde ich jetzt mal sagen. Außer halt die Knallteufel, die braucht keiner und die Partyknaller vielleicht auch nicht. Aber für 10 Euro gerade mal noch so okay. Aber es gibt definitiv besseres, wie zum Beispiel das Fire Fantasy. Das kriegt ihr halt auch billiger. Dann haben wir hier ein anderes Familiensortiment. Hier auch wieder mit 6 Raketen. Eine schöne Mischung mit Feuervögeln, eine Quattro-Fontäne, Böllern, Superböller 1 und China Böller D, 2 Packungen, Fontänen. Ein Premium-Sortiment, würde ich mal sagen, so der höheren Klasse, ohne Klasse 1 auf jeden Fall und schöneren Artikeln. Das kann man sich auch holen, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier die Alien. Das ist eine Multi-Feuertauf-Batterie, die habe ich letztes Jahr auch gehabt. Gibt es ein Video übrigens online auf meinem Kanal. Eine schöne Batterie, um sich aufzuwärmen. Für 2,99 auf jeden Fall super. Dann haben wir hier das Batterie-Feuerwerk Zombie Town. Da sind kleinere Batterien mit dabei für 19,99. Definitiv eine schöne Sortierung, gefällt mir sehr gut. Und kann man sich für den Preis auf jeden Fall geben. Gibt es natürlich billige Varianten, wie zum Beispiel beim Lidl, das Jewels of the Sky. Und ja, da zahlt ihr halt ein bisschen mehr, ne? Also würde ich eventuell doch das von Lidl nehmen. Gut, dann haben wir hier die Fusion. Das ist eine Multifächerbatterie, die hat diesen Scheibenwischer-Effekt. Finde ich ein sehr cooler Effekt, für 10 Euro definitiv eine sehr, sehr geile Batterie. Die kann man so vor 0 Uhr auch wieder hernehmen oder auch nach 0 Uhr. Wird aber ein bisschen untergehen, weil die halt nicht wirklich laut ist oder so. Also hat jetzt nicht irgendwie die Zerleger, so die Monster-Zerleger. Aber für 10 Euro definitiv eine sehr coole Batterie. Und diesen Scheibenwischer-Effekt finde ich sehr cool. Und ist auf jeden Fall für 9,99 ein super Preis. Genau. Dann haben wir die Wunschrakete. Ich denke, da muss ich jetzt nicht so drauf eingehen. Eine Rakete mit einem Abschussrohr sogar für 2,99 nicht zu empfehlen. Dann die Fiesta, das ist auch eine Neuheit 2016. Das ist die Rowdy von Elveco. Also die Fiesta ist die umgelabelte Rowdy. Eine sehr teure Batterie für 29,99. Die Effekte gefallen mir sehr gut, die ich auf den Videos gesehen habe, aber man sollte sich das schon zweimal überlegen, ob man so viel Geld für so eine Batterie ausgibt, weil man kann eben auch eine schöne Batterie bei Lidl zum Beispiel von die Black Ice kaufen oder eben, keine Ahnung, bei Norma die Monster Blaze, die auch sehr schön ist, aber wer das Geld hat, kann die auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Batterie. Dann haben wir hier die Aragon, 120 Schuss Heuler-Batterie für 3,99. Das kann man machen, ist schön zum Aufwärmen, muss man jetzt aber nicht. Dann hier ein Jugendsortiment, das Superhero für 10 Euro, nicht so zu empfehlen. Dreimal Knallerbsen mit dabei, Wunderkerzen braucht jetzt eigentlich keiner so, aber gibt es definitiv Billigeres. Dann Klassiker, die drei großen Kanonenschläge für 1,99, sind ja in den letzten Jahren auch ein bisschen teurer geworden, die gab es noch für 1,20 oder 1,30. Nicht die lautesten Kanonenschläge auf jeden Fall, aber wenn man die im Dunkeln zündet, haben die diesen coolen Funkenflug und den finde ich sehr cool und definitiv kann man sich das auf jeden Fall einmal mitnehmen. Hier ein Party-Set, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann die Batterie Fright Night von Weco mit 49 Schuss und das ist die Fireflut. Das ist auch, war eine Neuheit 2015. Eine ziemlich coole Batterie auf jeden Fall für 6,99. Hat jetzt nicht die heftigsten Zerleger und hat auch definitiv nicht das beste Kaliber. Hier, was hatten die? 14 mm Kaliber, also ist jetzt nicht so das heftigste. Aber für den Preis kann man die sich auf jeden Fall geben. Aber da dürft ihr auf jeden Fall nicht zu viel erwarten. Anzündlichter von Deko für die Raketen und für die Batterien. Braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man Gasbrenner hat. Dann hier ein anderer Verbund, das ist die Commander für 17,99. Da habt ihr, sieht man hier zweimal die gleiche Batterie und in der Mitte eine Heuler-Batterie. Meiner Meinung nach auch wieder zu überteuert. Hier eine sehr interessante Batterie, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist die Funky Soul. Hat so ein bisschen, hat echt gute Zerleger mit drin. Ein Kaliber von 23 mm und so ein bisschen Heuler mit dabei. Also eine echt coole Mischung. Und die ist definitiv kaufwert. Wird bei mir wahrscheinlich
spontan mit in den Einkaufswagen landen, aber ich habe jetzt nicht vor, die mir zu holen. Aber die ist definitiv cool. Also wer auf Heuler steht, der ist hier echt gut bedient. Dann haben wir hier einen anderen Verbund, die Ghostbusters. Das ist schon ein bisschen größerer Verbund. Gut, was heißt größer? Kleinere Batterien, mehrfach mit drin. Die brennen 85 Sekunden für 24,99. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Verbünden, deswegen nicht unbedingt. Dann haben wir hier die Sledgehammer. Die gibt es für 19,99. Eine Neuheit auch wieder, 2016. Eine sehr abwechslungsreiche Batterie. Die hat Heuler, die hat Röhlis, die hat fette Zerleger, die hat Salven mit drin. Definitiv eine super Alternative zu anderen größeren Batterien, wie zum Beispiel der Black Ice, der Monster Blaze. So immer diese Standard-Dinger, die ich einfach gerne mag. Und da habt ihr echt von allem so ein bisschen mit drin. Und ist für den Preis auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. Dann haben wir hier ein Raketensortiment, der Skyscraper, genau, Skyscraper, 29,99, da zahlt ihr pro Rakete 1 Euro, das ist 30-teilig, fette Zerlegerraketen mit dabei, da ist die Big Crackles, glaube ich, dabei, viele verschiedene anderen. Wer auf Veko-Raketen steht, und ich hoffe, die sind dieses Jahr ein bisschen besser als letztes Jahr, dann kann man sich's geben, aber ich würde eher so auf die Nico-Raketen zurückgreifen. Hier auch wieder ein etwas größeres Sortiment, sage ich mal, für 12,99. Das Thunder Rockets, neunteilig, muss man nicht. Hier sind vier kleine Raketen mit dabei und fünf größere. Wie gesagt, ich würde dann doch eher auf die Nico-Raketen, zum Beispiel würde ich mir statt dieses Set hier das Metalhead holen bei Norma. Hier wieder ein Klasse 1 Sortiment. Einen Gold-Silver-Vulkan, der hat mir mit Abstand am besten gefallen von den Deko-Schweizer-Vulkanen. Der hat wirklich diese 6 Meter Ausbreitung, so wie es immer angegeben ist, und hat kurz vor Ende, vielleicht kennt ihr das, da gibt es dann so einen Moment, wo dieser Vulkan wirklich die ganze Umgebung hell macht, und das ist bei dem richtig extrem, und den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Den habe ich schon mehrmals gehabt und der ist wirklich sehr, sehr gut. Definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Gut Leute, das ist eigentlich schon alles. Das ist das Sortiment von Kaufland. Eine sehr schöne Mischung. Habt ihr echt tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel die Amboss als finale Batterie, die gute alte Bloody Mary, ein billiges Raketensortiment für 7,77. Schöne andere Artikel, wie zum Beispiel die Sledgehammer und die Funky Soul, die ich empfehlen kann. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und bald ist es soweit. Nächste Woche geht's ja schon los. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den kommenden Videos. Ja, und haut rein.